Sie, die Arschlochkinder, die die Einwanderer eingestellt haben. Ja, sie haben Kredit aufgenommen, um sie zu bezahlen. Das heißt, sie klauen unseren... Sie klauen unsere Jobs. Oh nein. Oh. Moment. Ich dachte, wir wären sauer wegen ihrer Geschlechterwahl und ihrer Sexualität und so. Nein, das sind die anderen Kids. Wir wollen nur unsere Jobs zurück. Oh, dann holen wir die Jobs zurück und verspotten sie für ihre Art der Identitätsfindung. Ach Gott. Nicht die schon wieder. Ach Gott. Jungs, zeigen wir Ihnen ein paar amerikanische Lakaien. Apropos Lakaien. Aha. Er nimmt unseren Lakaienjob weg. Und ja. Und na, Bob. Kannst du knicken, Arschloch. Eine Zeitanomalie. Amerika wurde von Amerikanern, nicht von Lakaien erschaffen. Mikroaggression. Schlag ihn. Du hast irgendwie Gebrauchsspuren. Wenn du Amerika nicht liebst, kriegst du was auf deinen Sozialisten-Arsch. Ja. Auto! Ja? Diese Arbeit, wohl Katastrophe! Ich bin es, Wonder Tweak! So. Ach, mit dem Text. Ach, jetzt nur Eis? Hatte doch was. Und voll aufs Fressbrett. Oh, danke. Vektoren berechnet. Angriffssequenz beginnt. Mein Hammer wird meine Gegner ins Chaos hämmern. Professor Chaos! Aua! Geht denn jetzt, Owen? Hä? Achso, das war zu früh, Scheiße. Was wird? Schon mal, der Dings ist kaputt. Sind die nagelneu. Doch. Also, man sagt so nicht, Donnerschock!
Upa. Also. Ja, da kommt sie schon. Tupperdose hält alles frisch. Das ist nicht mal gelungen. Verzeihung! Neutralisiere! Nicht mit mir, Freundchen! Ja. Hier ist ihn, Kumpel! Jetzt bin ich wohl dran! Butters, ob du doof bist? Ja, ist verrückt. War scheiße. Schnell genug. Wie schmeckt dir das? Alles aufwacht, Leute. So, ein unwunder Arsch. Polier in die Fresse aber ordentlich. Abs mal. Uwe. So. So, dann Hörner der Be- Ich frag einfach nicht. Ach ja. Ich hab echt ein schlechtes Gewissen, dass ich nicht genug Lateinjobs für die hab. Aber nochmal danke. Wer weiß, vielleicht könnten wir unsere eigene Liga der fiesen Superbösewichte Badabadam. Gucken wir mal weiter. So weit. Genau. Die Sachen kann ich nicht machen, die kann ich nicht machen. Also. Erstmal. Kiste! Yay! Jetzt habe ich Lakai. Behilflich sein? Nein. Läuft gut, Wunderarsch. Ich weiß. Und futsch. Und jetzt komm. Kurz nach Hause. Mal meine Truhe plündern. Was machen sie? Ja. Verzeihung! Du scheiß dämliche Kuh! Schütt dich nur weiter mit Chardonnay zu! Ich muss saufen, um dich ertragen zu können. Dieses Marihuana verändert dich irgendwie. Aber wenigstens ist Marihuana natürlich, so wie Trauben. Du bist ja total high. Vielleicht, aber ich trage nicht überall die Geheimnisse von unserem Kind auf. Geh in dein Zimmer und sei da paranoid, Chris. Trink doch noch ein Glas, Kelly. Geh in dein Zimmer und sei da paranoid, Chris. Trink noch ein Glas, Kelly. Oh, hey, Schatz. Daddy wollte gerade hoch in sein Zimmer gehen. Und Mami holt sich was zu trinken. Eine, ja, glückliche Saufamilie. Ich weine nicht, ich lache. Was ist das für, nee, egal. Whatever. Da. Ja, Ah ja. Okay. Ein Glück kann das Inventar nicht überlaufen wie bei South Park wie bei The Witcher und anderen Rollenspielen. So, jetzt gehen wir zu Cartman. Wir wissen jetzt, was Freedom Pulse weiß. So, dann schauen wir mal. Keine Mädchen. Da. Erlaubt. Fick dich, Mom. Mach vorher das Passwort. Lalalalala. Super Arbeit. Die Freedom Pause checken null, dass du sie gefickt hast. Okay, Leute, hört zu. Arschloch hat herausgefunden, dass die
in das Polizeirevier einbrechen. Wir müssen vor ihnen dort sein. Das Polizeirevier? Wir können nicht die Polizei ausschalten, spinnst du? Ja, lass das doch die Freedom Pals machen. Das geht nicht, Leute. Wieso nicht? Weil ungefähr um 11 Uhr heute Morgen Classy von der Polizei verhaftet wurde. Woher weißt du das? Yo, what the fuck, ihr kleinen Pisser mit euren scheiß Capes, wolltet mich doch beschützen. Ich hab nur einen fucking Arten. Ihr Digger kommt jetzt sofort her und holt mich hier raus. Scheiße, möchte ganz die Wir müssen ihr helfen, Leute. Wir haben es versprochen. Wenn wir die Freedom Pals das alleine machen lassen, stehen wir als Trottel-Franchise da. Aber wieso sollten sie mit uns zusammenarbeiten? Du vergisst, dass Wunderarsch jetzt auf Kumpel mit den Freedom Pals macht. Arschloch bringt sie dazu, das Erdgeschoss des Reviers anzugreifen. Währenddessen schleichen wir uns rein und holen Classy raus. Die Freedom Pals werden wahrscheinlich sterben wegen uns. Und dann wäre welches Superhelden-Franchise die Nummer 1? Wir haben es Classy versprochen. Ab nach Hause ins Bett. Wir haben heute Nacht. Das wär's, Arschloch. Wart auf eine Nachricht von den Freedom Pals. Was ist denn noch? Was? Schon wieder dieser Dackelblick. Willst du mich eigentlich verarschen? Immer wieder. Schwenk dir das ab. Du kriegst auf keinen Fall noch eine Klasse. Verdammt. Hör zu, es tut mir leid, was mit deiner Mutter passiert ist. Ich weiß, du willst das abpacken, aber... Oh. Nein, ich weiß nicht, wie das ist. Schon gut. Schon gut. Vielleicht kriegst du doch noch eine Klasse. Kampfsportler? Pflanzmagier. Gadgetmeister. Assassine. Kampfsportler. Scheiße, was bin ich denn jetzt geskillt? Ah, Scheiße. Scheiße. Scheiße, 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 Scheiße. Bin ich jetzt auf Mode? Auf Kampfsportler. Ja. Manchmal auch Mensch. Bescheuertes Spiel. Ja. Du hörtest deine Mann schreien. Du kriegst in den Flur. Als Kampfsport-Superheld hast du dein Ski fürs Gefecht konzentriert. Mit der Drachenumkehrung zuzuschlagen. Dein Gegner purzelte nach hinten und war belebt. Das hier gefällt mir. Oh, glaubst du kannst Kung Fu? Er hat keine Ahnung, womit sie es zu tun hat. Du hast dich gesammelt, um deinen ultimativen Move, den Drachen-Styler, auszuführen. Du Kleines, du willst uns provozieren, stimmst du, Zwerg? Deine Gegner verfielen in blinde Wut, konnten aber nichts gegen deinen Schutz ausrichten. Da deine Gegner von ihrer eigenen Wut betäubt waren, hast du einen uralten und mächtigen Drachentanz begonnen. Tut mir leid. Als Held konntest du dich natürlich nicht über ihr Schicksal freuen. Du konzentrierst dein Ski in der Faust und haust jeden um mit dem Drachenkraftschlag. Okay, das war echt ziemlich cool. Ja, das war's zugisch. Zum Schlafzimmer deiner Eltern und stürmtest hinein, um deine Mom zu beschützen. Zu spät, dein Dad hat sie gefickt. Oh. Das muss dich innerlich zerreißen. Wie Menschen einander das antun können, es tut mir so leid. Egal, wir haben heute Nacht was vor. Wir sehen uns beim Revier. Mehr gibt's nicht zu besprechen. Ich melde mich, wenn deine Eltern glauben, dass du schläfst. Ja, ja, ja. Ja.
Ohne da. Hallo. ich hab so eine Kuh. Ich dachte, das wird von mir. Verzeihung! Kein Essen heute? Hallo? Kein Essen. Okay, gute Nacht. Schätzchen, du hast dein Abendbrot vergessen. Mami hat es für dich auf den Tisch gestellt. Komm, Schätzchen, iss dein Abendbrot. Hast du unserem Kind schon wieder dieses Zeug ins Essen getan? Halt dein Scheißmaul! Hast du dir mal überlegt, dass das Nebenwirkungen haben könnte? Was fällt dir ein? Du weißt so gut wie ich, dass er das Medikament braucht. Du versoffene Hure! Scheiß Kiffer! Wie kannst du von unserem Kind verlangen, sich zwischen uns zu entscheiden? Du hast ihm das Zeug doch auch ins Essen gemischt! Niemand muss sich hier zwischen irgendwem entscheiden! Geh runter und iss dein Abendessen, Schatz. Was für eine glückliche Familie. Nicht! Wir haben wahrscheinlich nur abwarten. Wieso war da jetzt ein Ladebildschirm? Transformer! Yalu babadi yadada. Möge die Show beginnen, ihr Fotzen. Ich muss nicht mal kaputt lösen. Na endlich. Weißt du, wie schwer es ist, geheimnisvoll auszusehen, wenn man in einem scheiß Garten rumsteht? Ist echt nicht einfach. Ich bin froh, dass du da bist. Ist echt hart, der Einzige mit echten Kräften zu sein. Wenn die anderen spielen und ihr Franchise planen, muss ich die Stadt gegen das Böse verteidigen. Da bleibt kaum Zeit, am Mysterion-Spin-Off-Film zu arbeiten. Manchmal sind meine Kräfte eher ein Fluch. Du kennst es bestimmt. Du bist ja wie ich. Dein Hintern ist sicher auch manchmal eine Last. Redest nicht gern drüber, hä? Schon okay. Kann ich verstehen. Geh mit dem Polizeirevier und suchen die Beweise. Lina, es tut mir leid. Wow, die Erwachsenen in dieser Stadt drehen echt voll am Rad. Musste mal was. Was für Arschlöcher. Es ist schlimmer als ich dachte, Neuer. Das ist nicht normal. Das ist schlimmer als ich dachte, Neuer. Das ist nicht normal. Hat er. Ew! Du bist echt mysteriös. Und von Mysteria ist das ein ziemliches Lob. Ew. Hey, da sind sie. Freedom Pals, folgender Plan. Sobald wir Polizei sind, wir sind Schlepp und Runde aus dem Ablenkungsmanöver. Moment, was soll das denn? Ja, kommt, Leute. Wir müssen ins Polizeirevier. Was wollt ihr Spasten hier? Wir gehen hier in der Spur nach, die zur Polizei von South Park führt. Das tun wir auch! Oh nein, nein, das ist unsere Superheldenmission, Freedom Pals. Verpisst euch! Leute, ist die Priorität nicht, das arme Mädchen zu retten? Blitzfreak hat recht. Wir sollten das Kriegsball fürs Erste begraben und zusammenarbeiten. Oder, Leute? Nein. Mysterion, wie gehen wir vor? Ich schlage kein Ablenkungsmanöver vor.
Ein paar von uns locken Bullen an und die anderen schleichen sich heimlich rein. Gute Idee. Wir kettern die Feuerleiter hoch und sorgen für Ablenkung und ihr schleicht euch rein. Echt ein merkwürdiger Zufall. Habt ihr wieder unsere Spuren geklaut? Unschuldige Menschen werden verhaftet, Tusche. Nur darum geht es uns. Und nur darum sollte es euch gehen. Okay, Kuhnfreunde, die Leiter hoch. Okay, wir müssen auf der Ablenkung warten. Seht ihr das mal an? Oh Mann, das haut ja mal richtig rein. Sag mal, kommt euch das Koks auch komisch vor? Nein, das ist klasse. Hey, sollen wir Banducken bestellen? Was war das? Lass uns mal nachsehen. Los jetzt! Okay, komm, Wunderarsch.